Herr. Kann er nicht mehr Herzen tragen. Boah, ist ja voll cool, wenn er die tragen könnte, weißt du, ich mein? Die alte, die Herzen? Ja. Ja, es hätte was. Da müsste es auch so eingeben, da rumfliegt und deine Sachen einsammelt. Irgendeiner sammelt doch das Geld ein. Oh, ich habe gerade vergessen, wie der heißt. Gibt es? Ja. Ja, kann man sagen. Der sammelt auf jeden Fall dein Geld ein. Ach, das ist von diesem Spielerjungen. Von dem Bettlerjungen, meine ich. Stimmt, das hatte ich auch mal. Das ist schon Ewigkeiten her. Bei mir nicht, das ist... Keine Ahnung, ich hatte das schon voll oft. Was? Ich hatte das einmal, zweimal? Dann nicht. Ha! Er hat die Fliege getötet. Voll gut, das Ding. Voll niedlich. Aber der braucht länger, wa? Ja. Du meinst als ich, wa? Ja, der ist so... wie soll ich das sagen? Ja, hä? Langsamer. Beim Schießen. Ach so. Ich dachte, du meinst so die Geschwindigkeit, bis ja da ist. So. Also, nein, das geht nicht. Du meinte beim Schießen. Der, sein... Oh, wie... Geschwindigkeit. Nein, das nicht. Sondern... Sein, Reichweite. Wie heißt... Nein. Die Stärke, von die er so bumm macht, weiß ich mal. Die Stärke. Ja. Strange. Die, wie viel er hittet. Ja. Boah, mach's doch nicht so schwer. Ich mach's schwer. Ist aber auch geil, ich mach hier oben und er macht da unten, ey. Ja, siehst du, der braucht länger. Du aber hast noch keinen Schaden genommen, wa? Kein bisschen. Ey, wie oft kriege ich das denn? Scapula. Voll cool. Auch wenn ich kein Space Item habe, ich will die Batterie. Warum? Ich hoffe mal. Ich hoffe mal, das zählt, wenn ich auf Basement XL keinen Schaden nehme, dass das dann dafür zählt, dass ich in beiden Ebenen keinen Schaden genommen habe. Ja, hoffe ich auch. Auch wenn ich das eh nicht schaffe. Meine, ich muss ja trotzdem zwei Bosse machen. Ja, die müssen ja hier unten sein, die beiden Bosse. Ja, da sind sie. Alle beide. Boah, jetzt bräuchtest du noch der von beiden Seiten schießt, weißt du, ich mein? Das Auge? Ja. Ja, aber das ist nicht so schön. Warte mal. Ich muss mal sicher gehen. Ja. Boah, wie viele Herzen du da rumliegen hast jetzt so. Voll extrem. Gemini! In grün. In grün. Bitte schön. Die haben sich schon getrennt. Scheiße da. Ja. Na egal. Nicht geschafft. Ja, das hat der Grüne anscheinend so an sich, dass er halt keine Verbindung hat. Aber es gibt halt auch einen einzelnen Boss, der von Anfang an ungetrennt ist. Glaube ich. Aber sei froh, die droppen dann doch irgendwas Besonderes dafür. Nee, das ist nur bei normalen Gegnern, so dass die was droppen. Was sie droppen ja oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob farbige was Besonderes droppen. Allgemein ist das ja so, dass Bosse einfach eine bestimmte Itemvorgabe haben, die droppen können. Der Duke of Lies kann zum Beispiel halt nur bestimmte Items droppen. Das kannst du alles in der Wiki nachlesen. Nee, so sucht die bin ich noch nicht. Sag einmal, du kannst. Boah, ein halbes weißes Herz, das ist gut. Unterwäsche. So. Hier war die Batterie drin. Ja, ich gehe mal eben in die Stacheln. Ich habe ja die Herzen auf der Ebene. Ja, okay. Bei mir bringt das irgendwie nichts. Ja, man muss halt oft reingehen. Vor allem, ich kann immer nur einmal. Ach, so, es ist gar kein Stachelraum, es ist so ein Raum. Ja,
am Arsch. So. Und ich bin Kane. Tears up. Oh, nochmal Tears up. HP up fände ich besser. Zwei HP ups. Das wäre krass. Alles noch halbe Herzen hier. Na, geht doch. Ich weiß, geh mal da, wenn du zum Bossraum gehst, ne? Ja. Geh erstmal. Oben rechts davon Geheimraum oder was? Ja. Ja, wollte ich auch gerade gucken. Da jetzt unten. Weiß ich aber irgendwie wenig. Die beiden Dreiermöglichkeiten haben wir jetzt. Ja, eben. Der ist da nicht. Doch. Oh. Drei Bomben für 3 Cent verballert, ey, ist ja kacke. Nein, das ist Isaac. Okay. Nein, das ist nicht Isaac. Ich krieg die Batterie nicht mehr, kann ich noch was gebrauchen? Nein. Okay. Was kannst du eigentlich? Das ist nicht Isaac, Mann. Das ist Kane, du hast es gesagt. Ja, aber ehrlich. Hallo, wer labert so eine Scheiße? Sei mal leise. Du gefleißt? Ja, aber hey, diese beiden Tiersabpillen, die bringst schon, ey. Weil wenn du das Tiers-Ding auf Maximum hast, dann hast du so einen MG, das ist unglaublich. Hattest du doch nicht, ne? Nein. Doch, du hattest mal diese, die Pisse eingesammelt, diese grüne Träne, sag ich mal. Und ich hatte diese Megabombe, wo ich alles one-gehittet hab. Für one-hittet, nicht one-gehittet. One-gehittet, hab ich dir gesagt? Ge-one-hittet, nicht one-gehittet. Nein, one-gehittet. Man hört doch richtig zu. Ge-one-hittet. Ja! One-gehittet. Ist echt ein Arsch. Hab ich mir alles von dir abgeguckt. Klar. Ja. So, und jetzt haben wir ein HP-Up mehr. Finde ich gut. Schön. Fühlst du dich jetzt toll, oder was? Ja. Hast schon Schaden genommen. Ah, irgendwie hört sich deine Stimme gerade anders an, oder? Sag mal was. Nee, jetzt bin ich schüchtern toll. Das hört sich wieder normal an. Ich meine, das hat sich gerade anders angehört, ja. Danke auch. Schön. Voll die Arschgeigen. Ja, ne? Da war der andere Schatzraum. Hast du gesehen? Ich hab ihn gesehen. Ja, Giftbomben. Das macht doch. Das hatte ich glaube ich auch noch nicht, das Item. Was hattest du ja mal? 5 Bomben und Giftbomben? Ja. Ja. Ein grüner. Ja, aber der Rest ist auch. Jetzt hast du insgesamt 7 Giftbomben, glaube ich. Ja, genau. 2 Bomben und ein Schlüssel. Wird sich das rentieren? Bestimmt. Nein, glaube ich nicht. Siehst du? 2 Bomben und Schlüssel für 3 Bomben. Das war jetzt gar nicht so scheiße. Also es ist recht gleich. Der Vogel, der in Eve hat. Wenn wir Schaden nehmen, kommt der Vogel. Der Bird. Ja, ich weiß. Vor allem, wenn wir Schaden nehmen. Ja, ich sag immer wir. Du nimmst nur alleine Schaden. Ja, aber man sagt ja so, die Abonnenten wirken ja mit einem mit, du wirkst mit mir mit, dann kann man auch wir sagen. Ach ja. Nein, Markus. Hör doch einfach mal auf mich. Du hast gar nichts gesagt. Ich hab nein gesagt. Ja, wo ich schon gelegt habe. Toll. Außerdem kannst du das gar nicht wissen. Doch. Okay, das ist ein großer Laden. Ja, der Kompass wäre nicht schlecht. Ich guck erstmal nach dem Geheimraum. Der ist da nicht. Klar ist er da. 100 Pro.
Nö. Siehst du? Ja, hab ich ja gesagt. Ich hab das gesagt. Was redest du denn da? Was redest du? Hör auf mich zu verwirren. Aber du. Was, aber du? Bist dir gleich, aber du. Aber du. Aber Trollbombe. Ich weiß. Wie weit das denn nach unten geht? Das ist jetzt zu Ende, Markus. Boah, schaffst du nicht. Oben oder unten? Ich bin Kane. Nimm. Können eine gute sein, also nehme ich ja beide. Wobei, ich hätte auch ein halbes Herz opfern können. Bad guess. Bad guess. Nein, ich denke falsch. Ich hätte ein ganzes Herz opfern müssen, weil ich auch zurückgehen muss. Richtig. Hast du nicht dran gedacht? Doch. Pretty Fly. Okay. Ich hab gesagt, nimm die unten. Aber ich wollte ja eh beide haben. Jetzt hast du keinen Schlüssel. Ja, aber ich war ja schon in meinen Schatzräumen drin und die waren einfach wichtiger. Ich krieg noch einen Schlüssel. Ist ja. Nee, ist gar keine XL-Ebene. Nicht wirklich. Hä, aber wieso sind dann so viele untereinander? Stimmt, untereinander, das kann ja gut sein. Eine XL-Ebene zeichnet sich aus, dass so vier Räume aneinander sind, aber das ist doch eine XL-Ebene, das sind ja zwei Schatzräume. Ja, aber da steht nur Katakombs. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, vielleicht weil der Name so lang ist, aber da steht ja auch nicht Katakomben 1 oder 2. Da musst du so sehen. Da steht der sonst hinter. Ein Glück, dass die keine Augen haben. Da oben ist eine Bücherei gewesen, nicht ein Laden. Boah, geil. Habe ich die Batterie? Nein, konnte ich mich nicht leisten. Egal, ich will trotzdem in die Bücherei gehen. Vielleicht ist das Buch von Revelation ja da. Vielleicht sind der, droppen die ja jetzt noch ein bisschen Geld. Ja, hau mal auf. Ach, du bist so dumm. Wer? Ja, der Grüne hier. Na los, hau auf. Hallo? Sprech. Hi. Los, ja! Oh. Dann stirb halt. Wieso hast du die Truhe jetzt offen gemacht? Welche Truhe? Da war doch eine. Was? Nein. Wenn wir noch auf der Karte sehen, dass da eine Truhe ist. Wieso habe ich denn da eine Truhe gesehen? Hey, links habe ich hier schon geguckt. Vielleicht ist es oben in der super, mega, ultra geheime Raum. Hm, nein. Na gut, dann stirb. Ich brauche Schlüssel für Bücherei. Jetzt kommt Bombsaki. Ja, das wäre gerade gar nicht so scheiße. Ich hab mich treffen lassen vom Feuer, ist ja geil. Was? Ich hab mich vom Feuer treffen lassen. Vom roten Feuer, was so schießt. Das Feuer und ich waren auch noch nie wirklich befreundet. Bist du auch schon mal durch Feuer gestorben? Nein, noch nie. Also oft. Ich kann gut Isaac spielen. Ja, lüg meinen Abonnenten an, genau. Tu ich nicht. Hat er sich gerade da rausgeglitscht? Das ist jetzt aber ganz schön scheiße. Und er hat sich auch noch wieder reingeglitscht. Wie dumm kann man sein? Er hat sich Lass wieder ihn doch. Ist er wieder raus. Der kann hüpfen, hallo? Aber nicht über Der Abgründe. Kann einfach raushüpfen. Nein, guck mal, da kommt nicht über Abgründe, siehst du? Ja, aber über die Ecken. Ja, ja. Nein.
wieder einen Schlüssel, wo hab ich den denn her? Oh, den hast du gerade bekommen. Ist ja dumm. Nein. Jetzt geh ich erst in die Bücherei. You can do it. Do it, do it, do it, do it. You can do it. Ich könnte auch ganz unten links zur goldenen Kiste, aber ne. Die Bibel. Blutschlange. Was bringt denn das hier? Teleportieren für Dummies. Mhm. Ach, das ist ein Necronomicon, nicht die Bibel. Oh, das Necronomicon nehme ich auf jeden Fall. Ja, brauche ich ja schon nicht mehr gucken. Okay, und das eine. Oh, scheiße. Das andere macht er sich lila Tränen ab. Das Necronomicon, weißt du, was die macht? Das macht? Nein. Du kennst doch die Death-Karte, ne? Ja. Die tötet ja alles im Raum. Das ist die Death-Karte als Space-Item. Boah, behalte das für Mom. Ja, gegen einen Boss bringt das nicht so viel. Das ist mehr für ganz viele Kleine, die alle tot sind dann. Aber so ein Boss, der kriegt dadurch nur so ein bisschen Schaden. Was gut gegen Mom ist, ist die Bibel. Komm. Weil die Bibel Mom instant tötet, einfach so, wenn man es einsetzt. Das ist einfach so. Da warst du doch bei, wo ich das gemacht habe, ne? Ja. Da habe ich auch keinen One hinbekommen und dann habe ich die Bibel gehabt, Mom tot, Mom Zart tot, einfach so mit Space. Nein, du hast den ersten. Du hast das erste ganz gut hinbekommen und bist bei Mom gestorben und beim zweiten bist du dann fertig geworden. Mit der Bibel. Was? Mit der Bibel. Ja. Die Bibel ist schon cool. Stimmt. Ist ein Raum abgeschnitten auf der Karte, so ein bisschen. Jo. Und wenn der Bossraum nach oben geht, dann wird der zweite Bossraum das auch so sein. Ja, wo soll er denn sonst hingehen? Nach rechts? Zur Seite. Ja. Ich weiß.